Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zurück zu Naruto Shippuden. Avengers und 3 Full Burst. So, wir machen nach dem Sieg mit Mifune gegen Hanzo, machen wir gleich weiter hier. Wir haben jetzt noch die Wahl zwischen der ersten und der dritten Kompanie. Oh, wir gucken mal, ob wir mit der dritten Kompanie was machen können. Ja, Vorgaben für diesen Kampf anzeigen. Sehr gut. Startet man nämlich auch an der Stelle wieder voll durch hier. Kakashi, everyone is in place. Yeah. How close is the enemy? Pakun and the others are investigating that now. Only it can't be very far away. Then it's almost time, isn't it? Do not be afraid, Sakura. I shall protect you, even if I must die in the process. Thank you, Lee. Kakashi! Battle groups with sensory-type ninja at the center. The other members cover 12, 3, 6 and 9 o'clock positions in standard Manji formation. Weißt du Bescheid? Mist! And is this cold air? Kakashi-sensei, isn't this... Nebel und kalte yeah. Luft. I never thought I'd be reunited with you in a place like this. Da ist er. Zabuza. Zabuza, der alte Haudegen. If you're here, that must mean that kid's here too. Dämon aus Kirika. It's been a while, Kakashi. The demon and that child with the ice style. I knew I would have to fight, but I never imagined it would be against you, Kakashi. That day on the bridge, you were supposed to finish me off and send me to hell. But when I came to, I was with Haku. I thought it was strange, but this place seems neither heaven nor hell. This is the world of the living. It's not a place for you anymore. Zabuza, Haku. Ah, you've grown up. Kakashi's little Kunoichi. And is that other lad still doing well? Huh? Yes. Zabuza. Thanks to the two of you, Naruto was able to discover his ninja way. At your grave, he pledged to follow it. He's grown to be a splendid ninja. Hat der Zabuza doch mal was Gutes vollbracht? Well then, now he shall get even stronger. Kakashi, you understand what will happen to us now, don't you? This body is nothing but a puppet. Use your power on us. Talked enough? I need you to get to work now. You... must stop us. Zabuza. Kakashi, I beg of you. You must stop us again. Was zeigt uns das? Die beiden wollen eigentlich gar nicht kämpfen. My dream was to die an instrument of Zabuza. The fact that Zabuza is also here under the influence of this jutsu means I failed to protect him from you that day. And now, not only can I not protect Zabuza, I cannot even do his bidding. No. You did indeed protect Zabuza. You did everything you could. He died from a different cause. Plus,
Zabuza never thought you were a tool to use for his destructive whims. Kakashi, don't you say another word. Zabuza. I remember that day. It was my first defeat ever. Kakashi, don't hold back. Use whatever means necessary to stop me. Dein Wunsch soll uns Befehl sein, Zabuza. Remember, I am already dead. And I died human. Yes, I know. Thank you, Zabuza. Their eyes. Here they come. Na dann. Auf geht's! Auf geht's ins Gefecht, Falara. Bist du bereit? Nee, noch nicht ganz. Wartet mal. Wir haben letztes Mal ein bisschen was verbraucht, wo wir uns so grandios angestellt haben in dem Kampf. Nehmen wir die noch mit rein, dann passt das soweit. Jetzt sind wir bereit. Kampf gewinnen, Gegner mit Ninjutsu ausschalten. Also einmal nicht mit dem ultimativen, sondern mit dem normalen. Alles klar. Let the battle begin. Your murderous intent is as strong as ever, Zabuza. To be reunited with these two in a place like this. What would Naruto say if he knew? Jo. Gleich getroffen. Bist du mal fertig? Alter. Verdammt, da kann ich drauf drauf. Gucken, ob's reicht. Nee, verdammt. Der immer ausweicht. Verdammte Axt. Jetzt sauer. Jawoll. Sehr gut. Zabuza. Das war ja das Ziel. Mit dem Ninjutsu. Zerong nur hier sicher. Es hält sie sich schon an die Vorgabe, dann kommt so eine Scheiße bei raus. Ist schon leicht arschlos. Na gut. Wer sind die zwei da hinten überhaupt? Ja, genau. This is unbelievable. G-
Kakashi, those are... Yeah, they're the Hidden Mist Village's most brutal unit. The previous 7 ninja swordsmen of the mist. Magnetsu ist bestimmt mit Zuigetsu verwandt, bestimmt der Vater oder so. Ame Yuri Ringo. Das ist auch eine geile Maske. Sag mal so gegen die Sieben. Da kämpfen, na gut. Zabuza und Haku, don't worry about them. I'll take them. Of course. Kakashi is after Zabuza und Haku then. He must have known them quite well. Ja, was dachtest du denn? Then make sure they give him a good fight. Guy, I'm counting on you. Yeah. Now then, our opponents are those 6 ninja. Do you have a plan, Gai-sensei? Ja, für jeden 2, ne? They're very skilled at jutsu. If we waste time fooling around, we'll just increase our losses. This has to be a quick battle. Now everyone attack at once! Lee, Sakura, back me up! We couldn't. It's too dangerous to take on all those powerful ninja at once. Wouldn't it be better to try and separate them as much as possible and then attack one at a time? Ich ahne es. Oder? Bist du bereit? Aber sicher. Ultimative Entscheidung. Legende. Ja, ist ein bisschen 5. Doch dir ist es egal. Das sieht alles gleichzeitig aus. Dein Ziel ist der sichere Sieg. Teile den Team in 3 Teile auf und nimm dir jedenfalls eins hervor. I understand what you're saying, Gai-sensei, but I think it would be best for the 3 of us to split up and attack separately. Sag ich, wir gehen ja den Heldenweg auch. Also machen wir das so. What Sakura said does make sense. All right then, Gai-sensei. We will... Yep, we'll split up in 3 directions and begin fighting. Klingt ja soweit ganz einfach. Once you've taken out your opponent, go around to other skirmishes to help out. Got it? Yes, sir! Natürlich müssen die 6 da auch mitmachen. Gefahr der 7 Schwert-Ninjas. Also so ein Boss-Fight-Ding hier. Kampf gewinnen, Gesundheitsanteil konstant über 40%. Sollten wir eigentlich schaffen. Somehow we've managed to split up the 7 swordsmen. First, take them on one at a time. Let the battle begin. Das ist ja so ein Gebäsche hier. The explosive blade, super kick, dispatcher, and its wielder, Jinpachi Murashi. Be careful. There's an explosion jutsu written on the blade. So watch out for detonations. Alter, ich komm da. Behind those explosions is incredible. Forcing your way close isn't the best plan. You just have to do it. Ach Mann, nö. Nehmen wir so eine Explosion schon so? Bisschen auf den Nerv. So, und den kriegen wir jetzt auch noch.
Das war Nummer 1. Nur auf A willst du mich trollen? Rollen? I can't waste time celebrating. I have to go help Lee and the others. Weißt du, wir können. Vielleicht haben wir zu wenig von den weißen Zetsus besiegt. Das kann natürlich auch sein. I will use my fist to bring us victory! Let the battle begin! Jo, boah, was ist da denn? A lightning blade, Kiba, thanks. But its wielder, Amayuri Ringo, who sports a fearsome lightning attack. A ninja who can control lightning? So we have to be careful of how we move in the area that will be affected. Watch out for Kushimaru Kuridare. If you get too close, you'll run into the longsword in your body, the sewing needle. What a strange weapon! Ja, wir kriegen es auch noch mit Zweien zu tun, das ist doch total kack hier. Ist. So geht's natürlich auch. Die ist ja Feuer und Flamme für die Sache hier. Dann halt so. Oh, jetzt kannst du noch ein bisschen schneller. Alter. Jetzt ist alles zu spät. Das war Nummer 1. Scheiße, ist das schnell jetzt. Na komm her. Du bist auch noch fertig. Das ist böse. Das ist so böse. Mit dem Erwachen-Modus von Lee ist nicht zu spaßen. Scheiß die Wand dann. C! Hier! Am Arsch, Junge! Alright! Wait for us, guy sensei! We are heading to you now! Das hätte mindestens SM, bis so wie wir gerade abgegangen sind. Ja, also, bitch please. Drecksspiel. As long as Mike Guy is around, the Ninja Alliance will never lose. Let's do this! Ach, geil, nimmt's keine Träne auf. Nur gut. Watch out for Genie Nakamino! His blade Kabutowari, the helmet splitter, can smash through all defenses! He's quite the formidable opponent. I'll have to watch out. Looks like the... You came! That's Mangetsu Hozuki. He's the most dangerous of all the seven ninja swordsmen. This beeline, he's incredible. Komm her! Dann. Alter! Dann halt so! Ich mach das ja so gerne! Na, steh auf! Nummer 1. So, machen wir das selbe Spiel noch mal, damit es ein bisschen vorangeht.
Heilung. Auf alle Fälle schon mal versagt in der Bundesanforderung, weil unsere Energie nämlich nicht über 40% gehalten. Scheiße! Aber wir haben gewonnen. Wieder nur C. Hallo? I wanted to fight you in life. What a pity. All right. We've got things calmed down here. Es fehlt nur noch Kakashi. Judging by the direction the sound's coming from, over there is... Kakashi-sensei! Gefahr der sieben Schwertern, ja. Das dürfte jetzt der letzte Kampf sein davon. Gesund... Gesundheitsanzahl kommt, sind über 80%, ja, sicherlich. Na dann... Zabuza. Just wait. This won't take long. Let the battle begin! I will accept your emotions. Zabuza. Haku, I'm glad we got to fight you two that day. It was that battle that made Naruto who he is today. You hesitated back then. But that hesitation... Nein! That you were human. I can use this. Lightning blade. Twin lightning shiver. You and Haku both died human. Ach, guck an. So, darüber. Gotcha. Déjà vu. Genau die Szene ist doch schon mal passiert. He's gonna come right through the kid to get to me. Das hat getroffen. Why? Why can't I keep up? Zabuza, remember. You hesitated to slice through Haku that day. But things are different now. You're just an emotionless tool of evil. Geheimaktion, jo! Ninja lulled by peace are not true ninja! Friends, the second you speak of such things, you prove yourself to be a fool. Geheimaktion, jawoll! Bam, Yoga. Jawohl, Erfolg. Wassertrockenbombe, natürlich. I really did find the treasure in that gutter. What a wonderful tool to protect me to the bitter end. Zabuza, is that really how you think of him? Haku was nothing but a tool to me, to
tool to fight for me, and a tool to break for me, a tool working only for me! Lightning Blade! Twin Lightning Shiver! Das Jutsu macht so Laune von Kakashi. I know you've got more than that. Now then, let's see the true power of the Demon of the Hidden Mist. Da ist er, der Dämon. Und weil es so schön ist. Twin Lightning Shiver! Eins der schönsten Jutsus überhaupt, finde ich. Also. Aber die 80% konnten wir diesmal auch nicht halten. Verdammt. Let's just get this senseless fight over with. Komm. Jawohl. Das war knapp. Aber es sieht so aus, als hätten wir gewonnen. Your manners of death and your tears. If I could, if I were able, I would want to go to the same place on the other side as you. It demonstrated your bond to each other. They were enemies, but, you know, I kind of liked them. I feel the same. Kakashi muss auch was abgekriegt haben. Ja, an der Stirn, eindeutig. Aber wir haben gewonnen. Wir haben zwar so gut wie keine Bonusanforderungen gekriegt, dann immer nur Cs und so. Aber hey, wir haben es geschafft. B, Neumond. Das wird keine gute Endabrechnung. Besser als nix, ne? B wie besser als nix. Gut, hätten wir das geschafft. Reanimation really is unforgivable.
It takes a lot for me to lose my temper, too. But I'm at my boiling point. Alter, Feinschnitt an der Seite. I am Kakashi, the copy ninja. I've copied 1,000 jutsu. Watch me live up to my nickname. Ja, genau, mit Zabuzas Schwert ist klar. This battlefield, if my prediction is right, it won't take long. There's a report from the local intel unit. Kakashi's third company is battling reanimated ninja. They're on the offensive, and almost have it won. All right. Good job. A feat only Kakashi Hatake would be capable of. Is that Kakashi? Not surprising at all that he would. We can probably say that the battles of the second, third, and fifth companies are coming to an end. We, the Ninja Alliance, have won every confrontation. It went better than I expected. Yeah. So well that there's something off about it. We should assume that the Akatsuki haven't shown us their trump card yet. Yeah. Their next move will probably be at the coastline protected by Darui's first company. Or the fourth company stationed in the desert area. Either way, night is coming. The next attack will probably be the last battle of the day. I'm counting on you, everyone. Kapitel 6, der Krieg bricht aus. Fertig! So, dann würde ich auch sagen, sind wir da fast schon zu langsam am Ende der Folge angelangt. Ja, von der Länge her würde es sich sogar vielleicht anbieten, die in zwei Teile zu teilen. Werde ich aber nicht machen. Den Grund, den habt ihr gestern Abend, wenn ihr noch zugehört habt, in meinen kleinen Ankündigungsvideo gehört, weil ich fahre morgen in Urlaub für 1,5 Wochen. Squad 5, provide cover for Squad 3. Don't let the enemy get close. Da werde ich zwar meinen Laptop mitnehmen, aber werde ich keine Aufnahmen machen. Dafür ist der Urlaub, das schätzt Urlaub auch und nicht hier Aufnahmen mache. Deshalb morgen die Mass Effect Folge wird noch kommen, aber dann werde ich erstmal ja doch für 1,5 Wochen. At 2 o'clock, Squad 6 is in danger of being wiped out by attacks from Kinkaku and Ginkaku. Kinkaku and Ginkaku? Those despicable criminals have come back to life too? Aber wie gesagt, das habt ihr alles gestern im Ankündigungsvideo erfahren. Deshalb werde ich auch die Folge nicht cutten, sondern in den vollen knapp mittlerweile 35 Minuten müssen es ungefähr werden. Sir! Werde ich in voller Länge hochladen, damit ihr auch was habt. Und ja. An der Stelle hier wird es dann auch beim nächsten Mal weitergehen. Hier ist zwar leider kein Save Point, aber gucken, was passiert, wenn ich auf Kampf beginnen klicke, ob er da saved, aber ich bezweifle es. Gucken mal. Ganz kurz. Wenn nicht, spiele ich halt offscreen nochmal bis zu der Stelle und tu dann abspeichern, das ist auch nicht das Problem. Wäre ja schlimm, wenn es ein Problem wäre. Ne, wie gesagt, dann spiele ich dann nochmal bis zu der Stelle und dann machen wir dann ab hier weiter. Es hätte wirklich gesagt, es kommt ein Save Point, aber hier geht es ja wirklich Carbonatus im nächsten Kampf über. Und wie gesagt, ich muss ja jetzt auch noch wenigstens die Mass Effect Folge für morgen aufnehmen, damit der Mittwoch noch rauskommt. Und ja, das wird dann, wie gesagt, für 1,5 Wochen das letzte Video von mir sein. Ich hoffe, dass Dennis bis dahin es wieder schafft, Videos hochzuladen. Ich glaube, er macht, so wie es mitbekommen, auch gute Fortschritte wieder, um seinen Fehler zu beheben. Aber wie gesagt, hoffen wir mal, dass er dann wieder Videos bringt. Sonst 1,5 Wochen ohne Videos von uns ist auch ein bisschen kacke. We'll stop Kinkaku and Ginkaku's advance. Hurry up and catch them!
Deshalb Daumen drücken für Dennis, dass alles klappt. Und ja, hier ist natürlich kein Safe-Game. Deshalb machen wir jetzt aber trotzdem an der Stelle einen Cut. Und ja, ich bedanke mich fürs Zusehen und wir hören uns dann nach meinem Urlaub wieder. Bis dahin, haut rein, ciao, ciao. Obwohl, wir hören uns ja morgen im Mass Effect nochmal wieder, genau. Aber dann erst nach meinem Urlaub mit Naruto wieder. Also, bis dahin, Leute. Viel Spaß und tschüssi.